Von Roland Peters, Hemtramck. Eine urbane Enklave, die Trvis verändert sich seit Jahren, muslimische Immigranten kommen, Katholiken ziehen weg. Über den Straßen Hamtramcks wehen die Fahnen der Welt. Ein Besuch in der US-Stadt, den manche Scharia-Wille nennen. Dass sich etwas verändert in den Vereinigten Staaten, das bemerkte Craig Kowalski schon im Jahr 2004. Aus der neuen Moschee in Hemtramck kamen Muezzin-Rufe. Katholische Kirchengänger auf der anderen Straßenseite fühlten sich gestört, die Presse berichtete über den Fall. Weiße kamen, um gegen die Muslime zu demonstrieren. Einem Anrufer aus Chicago, der sich mit seiner Gruppe ebenfalls einmischen wollte, erteilte Kowalski eine Absage. Bleibt mal lieber zu Hause, wir regeln das selbst, riet der Historiker. Um den Streit beizulegen, stimmte die Stadtbevölkerung ab und sprach sich mehrheitlich für den Gebetsruf der neuen Nachbarn aus. Mit seiner lapidaren Antwort half der heute 66-Jährige, dass eine lokale Angelegenheit nicht von rechtskonservativen US-Amerikanern zum nationalen Streit eskaliert wurde. Als Kompromiss gibt es seither abgestimmte Zeiten für die Kirchenbesucher und den Muezzin vom Al-Islah Islamice Center. Der polnischstämmige Kowalski hat sein ganzes Leben hier verbracht, inzwischen leitet er das Stadtmuseum. Nun sitzt er an einem dunkelbraunen Furniertisch im schummrigen Tiefparterre des Polish-Village-Café. Beim Mittagessen erzählt er von den Veränderungen in Hemtramck. Seit Donald Trump Präsident ist, gebe es Unruhe in der von Detroit umschlossenen Stadt. Die Muslime sind besonders freundlich. Als wollten sie nichts falsch machen. Die Jemeniten und die syrischen Flüchtlinge hier sind direkt von Trumps Muslimbann betroffen. Ohne wahrnehmbare Emotionen spricht Kowalski über die Veränderung in seiner Heimat und zieht historische Parallelen. Was jetzt passiert, ist exakt das gleiche wie vor 100 Jahren zwischen Deutschen und Polen. Zunächst waren die deutschen Siedler als Bauern gekommen, sie trieben die Stadtgründung Anfang des 20. Jahrhunderts voran, dann nahm die Fabrik von Dudke ihren Betrieb auf, brachte tausende Jobs und zog polnische Arbeiter an. Im Jahr 1970, kurz vor der Ölkrise und schrumpfender US-Autoindustrie, waren 90% der von Einwohner Hemtramck polnischer Abstammung. Sogar Johannes Paul II. Kam zu Besuch, ein Block entfernt steht zur Erinnerung eine Statue des polnischen Papstes. Jetzt ziehen vor allem Bangladescher und Jemeniten hierher. Das Rad dreht sich wieder, sagt Kowalski. Nur noch ein Drittel der etwa 24.000 Einwohner in Hemtramck gelten laut US-Behörden als weiß. Inzwischen ist der Anteil polnischer Bewohner auf unter 10% geschrumpft. Schon 2013 wurde Hemtramck zur ersten Stadt der USA mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung. Conan